Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind jetzt auf Taranis und bei den Magiern, wie ihr sehen könnt. Ja, und wollen mal mit einigen Leuten reden, weil wir Aufträge erfüllt haben. Wir haben hier Ilvar. Ilvar, nee. Guck, aber kannst du mir etwas beibringen? Alle mal. Mal sehen. So, Fokussteiger. Aber Geist 40 hast du noch nicht. Ja, ist auch nur nicht so wichtig. Okay. Erstmal die wichtigen Sachen und dann der Luxus. Wo das ist denn? Ich benutze ich ja eigentlich so sprechen. Bis jetzt so gut wie nicht. So. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist tot. Ich merke gut. Das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Ja, ich weiß wirklich. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Hier, nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Oh, 1000 Gold, aber ja. Was geschieht nun? Wir müssen noch ein oder zwei Dinge prüfen, bevor wir es wagen können, den Reaktor zu starten. Komm am besten später noch einmal zu mir, wenn du beim großen Moment dabei sein willst. Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Solange Meister Zacharias beschäftigt ist, findest du vielleicht woanders Antworten. Bereise die Welt und erweitere dein Wissen. Und du solltest dich einer Gemeinschaft anschließen. General Magnus kann dir etwas über die Wächter erzählen. So, was wollte ich doch gleich? Okay, ist ja gut. Na, mit dem Lumbrock brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Ach so, ja, er verkauft wir, ja. Wir verkaufen mir Sachen. Tränke kann wichtig sein, wenn wir Tränke brauen wollen und brauchen noch einen Buff-Trank. Hm. Aber im Moment nicht. Delikatessen haben wir noch nicht alle. Genau. Wo ich jetzt gerade gesehen habe, Feuerregen. Wir haben uns ja gewundert, was wir da bekommen als Geschenk des Feuers von diesem Golem, den wir ja, diesem Feuergolem, den wir ja besiegen mussten. Das Geschenk von Ursugor. Das waren diese drei Scrolls Feuerregen. Das war das Geschenk. Also nichts Permanentes, sondern eben Scrolls, die wir da bekommen haben. Ja. So, wo ist denn Faruko? Hier. Hier haben wir noch eine Kiste, das ja, wollten wir ja aufmachen. Doch. Wir wollten mal rundum gucken, was da noch an Kisten rumliegt. Natürlich nur, wenn keiner da ist, der uns beobachten kann, ist klar. Na? Das geht doch. 6 Kristalle, Smaragd und Perle. Ja. Kann man lassen. Da guckst Bank. Du was bei uns. Ja. Thron, auf den setzen wir uns aber nicht. Nö. Ich glaube, der gehört Zacharias. Wer weiß. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir. Nee, alles nur Hocker. Faruko finden. So, da oben ist ja keiner. Dann gehen wir wieder runter. Hier irgendwas vergessen? Nein. Da ist er. Da ist er, ja. Der Wächter Horas sollte sich bei dir melden. Warum macht er das dann nicht selbst? Er ist gerade verhindert. Ist das so? Nun, dann lass uns keine weitere Zeit mit Horas kleinen Spielereien verschwenden und endlich zur Tat schreiten. Hm?
Was hast du für ein Problem mit Horas? Er ist unzuverlässig, vorlaut und vertrödelt seine Zeit mit weltlichen Nichtigkeiten. Das gilt auch für andere Wächter und Kadetten. Anstatt sich um die Gemeinschaft verdient zu machen, wird lieber Abenteuern nachgejagt. Hm? Wie du meinst. Wie du meinst. Meister Erasmus' Arbeit am Reaktor ist vorbildlich. Jedoch werden wir seine Effizienz immens verbessern können, wenn wir noch mehr Bergkristalle im Einsatz hätten. Einige Wächter sind auf die anderen Inseln der Südsee entsandt worden, um nach ihnen zu suchen. Leider ist bisher nur ein kleiner Teil davon bei mir angekommen. Wir brauchen unbedingt noch die Ausbeute der anderen Wächter. Horas soll nach ihnen suchen und ihre Ausbeute zu mir bringen. Das wäre auch schon alles. Horas selbst sollte genau wissen, was nun zu tun ist. Ja, gut. Kannst du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Nee, jetzt nicht Kristalle, sondern Bergkristalle. Ach so. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Sprüche herstellen. Nö. Nö. Gut. Ich dachte, wir werden einen Auftrag bekommen, die anderen Wächter zu finden. Aber ich wüsste auch gar nicht von wem. Wir müssen die anderen Wächter finden und ihnen die Bergkristalle abknüpfen. So, die beiden hatten wir schon. Gehen wir mal runter zu... Nergal. Unserem schwerhörigen Magier. Bist ja eigentlich ein Einstieg. Ich war schon lange nicht mehr hier, merkt man? Ja, das stimmt. Wo geht's denn hier runter zu... Kuckuck. Da geht's runter. Ja, dann ist ja wieder beim Hocker gelandet. Da runter, Mann. Wo ist er denn? Gute Gelegenheit zum Klauen. Da ist er. Ist er? Wo? Schon, da ist er. Ach, da ist er. Hier ist er so duster. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Ja, das sollte man vielleicht auch steigern. Alchemie steigern? Haben wir genug Geist? Sind wir gleich. So gut bin ich auch nicht. Mal gucken, was wir haben im Geist. Da müssen wir mal gucken. Okay. Zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Also, Rezept. Wir wollen vor allen Dingen mal Rezepte. Viel hat er gar nicht, 2 Stück. Guck mal doch mal. Geistpaste. Ja, das ist genau. Und Schattenelixier. Gut. Ist alles. Ja. So. Okay. Gut, dankeschön. Gut. Das war's dann schon mal. Ja, werden die Tränke besser, wenn man den Geist steigert und eine Stufe höher kommt mit der Alchemie? Oder wie? Ich kenne mich nicht aus, wir haben das letzte Mal gar keine Alchemie gemacht. Also ja, Baby hat sie einmal gespielt und da hat er keine Alchemie genommen. Also hat sich nicht drum gekümmert. Also man kann es auch schaffen ohne. Magie. Alchemie. Aber. Steigert sich um 10 pro Stufe. Für Stufe 2 brauchen wir 50. Und wie viel Geist? Wir haben ja nicht viel. Ach, wir sind ja noch richtige Anfänger. Ja. Aha, das ist Finden von Sachen. Die Blicke, das sind alles die Astralsicht. Ja, also wenn man bei den Magieren mitspielt, glaube ich, aber wenn man sich auf ihre Seite schlägt, steht ja auch Gemeinschaft, Wächter. Ja. Das ist auch sehr hilfreich. Wenn man Sachen finden will, aber
Geister. Wir werden nicht trotzdem kein Wächter sein. Magie und Geist. Was macht Fokus eigentlich? So, kann man ja lesen. Ah, steigert die Astralsicht allgemein. Hm. Aha. Haben wir eigentlich kaum angewendet, die Astralsicht, oder? Ja. Nee, ich finde das auch so blöd. Da musst du erst den Trank trinken, damit du irgendwas findest. Und zwar immer spezialisiert. Hier, da, Blick des Abenteurers. Zeigt Fallen und Schalter. Das ist auch nur für Dämonenjäger. Also doch Piraten, Dämonenjäger. Dämonenjäger und Piraten. Also wir werden uns dann eingeboren und anschließen, kann ich gleich mal sagen. Ja. Wir haben uns überlegt, Wächter sowieso nicht, haben wir ja gesagt. Aber Dämonenjäger wären auch eine Möglichkeit gewesen. Aber eigentlich sind wir ja Piraten, was soll's denn? Genau. Wenn wir auch Piraten sind, das heißt, wir werden zu den Eingeborenen gehen. Außerdem finde ich das Schiff, was wir haben, ganz toll. Das ist richtig cool. Ja, und hier, Alchemist, dann findest du Heilpflanzen. Blut, dann findest du Lebewesen. Das finde ich absolut bescheuert, da jedes Mal einen Trank zu trinken und dann auf Astralsicht zu gehen. Und dann findest du nur für eine kurze Zeit die Sachen. Ja. Also das finde ich ein bisschen bescheuert. Naja. Obwohl ich mir vorstellen, es gibt Leute, denen macht es auch Spaß, das also damit zu spielen. Also... Ist mir einfach zu umständlich. Uns ist es so umständlich so. So, dann wollte ich noch zu Agila. Der hat nämlich noch eine schöne Kugel für uns. Ja. Gucken wir doch mal auf die Karte. Oder ich? Ja, den kann man noch mal fragen, ob er was hat. Agila ist hier vor der Kneipe. Hm. Dann wo denn wohl schon mal. Richtig. Du bist Magnus. Ja. Und du kannst uns nichts mehr beibringen. Nö. Kann er nicht. Der ist nicht hoch genug. Unsere Waren sind vor Dieben sicher. So, meinst du. Du kennst uns wohl nicht, mein Freund. Ja. Hä? Sollte hier nicht Agila sein? Ja, manchmal ist er auch in der Kneipe. Manchmal ist er auch im Lagerfeuer. Da ist er, ja. Das ist, glaube ich, die Kneipe. Das ist im Kellereingang. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt. So, Pistolen, Dolche, Panzerknacker. Dafür bin ich nicht gut genug. Du hast doch keine 90. Hey. Meister. Ich bin noch nicht gut genug. Auch nicht. Oh, wir haben schon lange nichts mehr drauf gegeben. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. So, was hast du denn? Er hat reichlich Tränke anzubieten. Aber die Tränke, da ist die vergoldete Kugel. Ja. 1900, naja. Ganz schön teuer. Macht Pistolen besser, und da die du oft immer benutzt, macht es auch Sinn. Das ist ein legendärer Gegenstand. Wir haben ja auch das im Buch gefunden. Also der hat auch Feuerring zu verkaufen. Der ist aber ganz schön teuer. Na, wir haben 3. Und dafür haben wir sogar auch noch irgendwo anders was gefunden. Ja. Und wir haben noch nicht gerade oft damit gespielt, oder? So, jetzt guck erstmal, ob du da irgendwie was irgendwo raufgeben kannst. Ob es sich lohnt überhaupt. Wie sehen wir denn aus? Bei den Attributen insgesamt kannst du mal gucken, beim Überblick, oder? Nahkampf 65, Fernkampf haben wir nicht viel, da haben wir nur 10. Machen wir sowieso nicht. Noch ganz wenig. Einfluss 50, Härte 55, Fingerfertigkeit 75. Ja, da würde ich sagen, müssen wir langsam mit den Tränken anfangen. Ja, weil wir so hoch sind, würde ich auch nicht so investieren. 12.500, das ist eine ganze Menge, obwohl wir jetzt reichlich gesammelt haben. In Härte könntest du noch was geben, würde ich sagen. Ja. Ja, das geht noch. So, dann würde ich sagen, jetzt... Ja. Ja, kostet na, auch schon 1000. Ja, weiß ich nicht. Oh, kannst du trotzdem drauf geben, was sonst. Denn die anderen sind ja noch ziemlich... Die Liste ist auch nicht schlecht. Ja, braucht man auch.
Ja. Da, das ist noch schön billig. Ja. Aber das geht ziemlich schnell, ne? Jojo, klar. Hatte ich immer auch noch mal einen drauf. Ja. Ja, ja. Das war's. Schon sind wir ziemlich runter. Gut, aber bei den anderen sind ja noch klein. Da können wir noch ein bisschen was drauf geben. Ja, Nahkampf werden wir auf jeden Fall dann schon anfangen müssen mit Tränke. Ja. Und Härte sowieso. Okay, ja. Reicht erstmal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Da können wir auch. Fernkampf rum. Wir müssen einen Fernkampf machen, es ist ja nur Knarre. Ja. Ja, und deswegen habe ich auch nicht viel drauf gegeben. Geh weg, wir brauchen keinen Fernkampf. Na gut. Das ist Geld, das ist. Ist Luxus. Und bist du jetzt rausgegangen, hast annehmen gesagt oder hast du jetzt zurückgesteuert? Ich glaube es gar nicht. Nee, ich habe annehmen gemacht. So. Ja. Ich dachte, du hättest was draufgegeben auf Fernkampf. Fünf. Ruck. Nice. Ist okay. Na gut. Da ist jeder Punkt verschwendet auf Fernkampf, wenn du nicht damit arbeitest. Ja. Jeder Ach, Punkt. Mann, guck mal, nicht mal die 50er-Truhe haben wir gemacht. Mann! Bist du nur so eine Kleine? Nicht so richtig voll wach, hä? Hä? Ich hab ja gut kritisiert, weil ich das überhaupt nicht mache. Also ich weiß gar nicht, was er da nicht macht. Oh, zwei Jadesteine, das ist gut für uns. Da wir ja bei den Eingeborenen beitreten wollen, da zahlt man dann das Wissen, was man da lernt, also was man da bekommt. Das zahlt man dann mit Jadesteinen. Ja. Mit der Fähigkeiten. Was sonst noch was? Aneignen. Ja, klar, Jaffa braucht man noch. Wir müssen noch mit Jaffa sprechen. Wir wollten auch nochmal Ali kurz ansprechen. Ja. Mal sehen, ob das alles okay ist mit ihm. Bist du da irgendwo? Da bist du ja Hallo, Ali. Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jaffar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nicht Sorgen machen muss Jaffar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen Jaffar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Vielleicht haben wir ihn noch nicht gemeldet als neuen Kadett. Dann haben wir es noch nicht abgeschossen, ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Also gekämpft haben wir ja mit ihm. Ja. Hallo, Magnus. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Hä? So. Das haben wir doch schon gemacht, dachte ich. Dachte ich auch. War eigentlich fest überzeugt. General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali.
Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Na gut. Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Na los. Super! Yippie! Na los. Attacka! Na los! Aua, hau ich doch nicht wirklich! Also du blockst nur, oder? Ja. Und wenn du blockst, dann schaffst du ja nicht viel. Ja. Aua! Aua! Boah, bist du ein lange Kämpfer? Du spritzt ja richtig. Nein! Bitte nicht! Boah, steck ihn mit Finger! Lass den Blödsinn! Es dauert doch zu lange, wie du immer heilst. Steck ihm den Finger ins Auge, sagt Bones. Ja, ich weiß. Müsste man den Bones eigentlich, dürfte man ihn gar nicht mitnehmen. Nee. Weil der heilt auch ja immer. Ich dachte, wir hätten das gemacht, oder war es im ersten Spiel? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war fest das überzeugt, wir auch hätten das du gemacht. Keine Ahnung. Und bloß nicht heilen. Oh nee. Das schon wieder gemacht. Ah nee, das kann ja Jahre dauern. Ali, hau zu, mach hinne. Los. Los. Ali, zeig, was du kannst. Oh. Feste. Nochmal, hau drauf. Hast du ihn. Zeig, was du kannst. Ja, los. Mach, bevor Bones wieder kommt. Ja. Du wirst gewinnen! Oh, der ist schon wieder geheilt, glaube ich. Ah, nee, ja. Ja! Nein! Ich hoffe, ich muss Bones nicht abliefern, bis wir da mal zum Schiff und zurückkommen. Das wäre blöd. Oh. Endlich geschafft. Endlich. Gut gemacht, mein Halter. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ja, gut ja. So. Bones. Guck, an, Bones, ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Stimmt. Oh. Boah, jetzt geht's dir aber nicht mal so. Gleich halt er ihn. Danke, ja, Bones. Danke, Bones. Ja, was? Nö. Nein, hat ausgesehen wie eine Markibäre oder sowas. Hallo, Magnus, wo ist er denn? Jetzt bin ich ja völlig desorientiert. Na klar, du warst ja auch kurz ohnmächtig. Ah, nee. Ali erstmal sprechen. Erstmal Ali. Ha, Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen. Wir müssen einen Auftrag haben. Wir müssen wirklich die Reihenfolge einhalten. Plus drei. Zum Glück spielt das jetzt keine Rolle mehr. Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Ja, gut. So, dann sprich nochmal mit Ali. Ja. Ich glaube, da haben wir da auch gar nicht mit Ali gesprochen oder so. Ich weiß das nicht. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie, mein Traum sich jetzt erfüllen. Ich gleich gehe zu anderen Gnome und erzähle davon. Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein. Danke, Homie, für große Hilfe. Yippie! Süß. Na gut, jetzt machen wir Schluss und dann gehen wir zu Jaffa und sagen Jaffa, dass jetzt Ali, dass er von Ali befreit ist und so weiter. Genau, und seinen Hut wollen wir ja auch noch. Ja, genau. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.